ihr Blutfliegen. So, willkommen bei Folge 69, glaube ich, von Gothic. 69. Oh, guck mal, die erschrecken wir. Oh Gott, der hat eine Waffe gezogen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden. Glaub's ja nicht. Ihr könnt mir hier nicht folgen. Hallo! Heute Abend gibt es das Fleisch. Geh Hilfe holen. Heute Abend gibt es Fleisch. Oh mein Gott, die schießen ja! Super. So, Folge 69 beginnt sehr geil. Also, alles klar, wir haben nicht gespeichert. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, sind wir wirklich tot. Wäre schade. Ja, wir bewegen uns jetzt quasi in Richtung von den... Was waren das für Viecher? Genau, Feuerwarane. Davon dürfen wir jetzt erstmal ein paar kapeistern. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt mittlerweile hin und verkaufen den ganzen Rotz nicht, weil eigentlich weiß ich doch, dass ich da noch den ganzen Stuff von denen kriegen kann. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. So, irgendwo am Meer. Ich glaube, das war irgendwo in dieser Richtung. Da meine ich zu glauben, gedacht und gedenkt. Ist es hier? Ja. Oh, da ist Aiden. Nicht, dass der gleich auf mich feuert. Ich hab gehört, das soll ein guter Schütze sein. Ganz schön schade drum. So. Hä? Ach, da sind überall die Warane. Ich wollte schon sagen, was ist denn hier kaputt? Und. So. Was habe ich denn jetzt für eine Waffe hier? Oh. Irgendwie ist das Spiel hier. Was weiß ich, ist das? Einhand. Ach, geil. Gardistenhand ist eine Einhandwaffe und mir fehlen noch 7 Stärkepunkte. Die kriegen wir auf Dauer auch noch. Geil, das ist ja cool. So, aber ich nehme mein... Was nehme ich denn? Den Todbringer bringe ich. Nehme ich. So. Mana haben wir auch ein bisschen. Jetzt werde ich erstmal, bevor hier irgendwas daneben geht, hart speichern. Und mir jetzt mal diese Feuerwarane da mal schnappen. Oh, das macht sogar Damage. Das ist sehr schön. Wow. Lass mich bloß in Ruhe, Schweine. Bevor ihr mich wieder anzündet. Ich glaube, das ist so das, was mir noch... Aua. Was mir noch wirklich richtig wehtun könnte. So, ihr lasst mich doch im Frieden jetzt, oder nicht? Hier, kommt, Jungs. Was ist denn los da? So, Feuerwaran. Einfach reinholzen. Einer ist kaputt. Okay, irgendjemand hat hier, glaube ich, seine Waffe gezogen und wieder reingesteckt. Ich glaube, das war Aiden. Ich glaube, der hat das ein bisschen mitgeschnallt, was hier los ist. So, pass auf. Haben wir noch genug? Nee, davon haben wir ein bisschen wenig. Dann nehme ich mal ganz schnell einen blöden Mana-Trank. So, komm ran da. So, Kugelblitz, umdrehen, Angriff. So, komm, das muss jetzt reichen. Ja, siehst du mal. Warte mal, das waren aber viel mehr. Ich habe jetzt 2 gekillt und das waren... So, Flammenzunge, okay, die haben wir... Oh, guck mal, da oben. Die haben sich das da oben jetzt bequem gemacht. Das ist okay für mich. Du hast jetzt aber nicht vor, hier irgendwie Feuer zu machen, oder? Pass mal auf, ich speichere mal. Was macht? Bleibst du mal stehen da, Alter. Bleib mal stehen da. Wir spielen doch gerade gar nicht. Wir haben Pause. Genau deswegen habe ich nämlich gedacht, ich speichere. Und das ist eine gute Idee. Und wie ich eine gute Idee hatte, war es auch super. So, jetzt wieder hier hoch. Attacke, komm. Der interessiert sich gar nicht für dich. Und du interessierst dich nicht für den. Also lassen wir uns im Frieden. Und dann ist das Thema durch. Ja, kannst du mich jetzt mal in Ruhe lassen? Geh doch nach Hause. Was ist mit dir kaputt? Junge. Mann. So. Jetzt sollte das reichen. Jetzt nehme ich mir wieder den Kollegen. Na, kiten wir uns die langsam hier waran. Kiten wir uns die langsam hier voran, dann passt das doch alles. So. Dankeschön.
Und jetzt können wir hier looten, nehmen auch noch die ganzen Erfahrungspunkte immer mit. Sammeln ordentlich Stuff und ich denke, wir haben jetzt alles an Stuff, was wir brauchen. Ich glaube, das andere haben wir ihm schon automatisch gegeben, dem blöden Ork, in dieser hässlichen freien Mine, um ein Ulemulu zu machen. Oh, warte, ich hatte doch noch irgendwas. Ach ja, genau. So, jetzt können wir nämlich mal gucken, was wir hier jetzt genau finden. Wein und Bier, da hinten waren auch noch solche Viechers, genau. Hi, jai, jai. Aber Mana könnten wir jetzt auch nochmal irgendwie doch nochmal uns zum Gemüte führen. Ich bin immer noch zu langsam, das ist das Problem, echt. Eine ganze Sache. Einfach jetzt reinhauen. So, alles klar, jetzt haben die erstmal ein paar Schläge kassiert. Jetzt laufe ich wieder weg. Wie das funktioniert, wisst ihr ja alle schon. Obwohl ich auch versuchen könnte, mich auf so ein Schiff zu setzen. So, ich jag den aber erstmal so ein bisschen was hinterher. Los da! Lass mich bloß in Frieden, du Arsch. Wir machen einen Sprung. So, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich höre dir nicht mehr zu. Auch du hast für mich keine Truhe. So, geh doch. Was ist denn los, Digga? So. Na, hat er getroffen? Sag mal, sehe ich aus wie hier ein Mück oder was willst du von mir? Was soll das denn jetzt sein hier? Was soll das werden da? Was hast denn du da vor für einen Auftrag? Du weißt, dass das so nicht funktioniert. So, was haben wir denn hier? Hier ist auch nichts drin. Hab mir gedacht. Hab mir gedenkt. Ja. Da hoch kommen wir auch nicht, ne? Nee. So, wie sieht denn das jetzt? Ich glaube, dann müssen wir doch nochmal den Läufer hier machen. Oh Gott, das war so nicht gedacht. Geh du doch hinter mir her? Sind die hin? Oder sind die jetzt im Wasser kapeistert? Ach, die werden wohl schon nicht von der Seite kommen, gehen wir von aus. So. So geht doch. Na. Man darf ja immer mal aufpassen und gucken. Ein altes rostiges Schwert. Wo sind die denn jetzt? Die müssen hier doch bestimmt im Wasser sein. Die hängen hier doch. Das habe ich mir gedacht. Wow. Los, komm. Komm da. Und noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Schnell. Oh Gott. Oh mein Gott. Uiuiui. Okay. Wir haben endlich den Strand gecleant. Hat ja auch nur, ne, fast 70 Folgen gedauert. So, was haben wir hier? Ein Becher. Mensch, das lohnt sich ja. Syrianisches Öl, was kann ich denn damit machen? Ist das nachher für die Megatränke oder was? So, weiß ich gar nicht. Den hatten wir auch noch nicht gelootet. Da hinten war irgendwo die andere. Komm ran. So. Dann können wir jetzt eigentlich gleich schon wieder fast zum neuen Lager. Obwohl, ich glaube, ich werde jetzt aber lieber. Warte mal, das hatten wir. Ja, pass auf. Wir werden dahin laufen. Weil ich nämlich eine Idee hatte. Wir haben noch immer diese eine Quest im Hinterkopf, die wir immer noch machen sollen. Mit den Chromanin-Büchern. Und ich habe mir das durchgelesen und bin mir halt sicher, dass es halt jetzt irgendwie da sein muss, Fischerhütte. Das eine hatte ich nicht gefunden, da habe ich mich gespoilert, aber das andere mit den Fischerhütten, das soll... Hallo? Ist ja gar nichts. Ben. Das andere sollte jetzt quasi an so einer Fischerhütte sein. Die einzigen Fischerhütten, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt Sumpf gewesen. In dieser Hütte waren wir ja gerade, da lag nichts. Und das andere, was ich mir halt hätte denken können oder denke, ist dann... ich glaube, da können wir lang, ja. Das andere ist dann quasi,
Ach komm, sag doch jetzt mal. Ja, diese Fischerhüttenruine oder was das da ist von beim neuen Lager. Ich denke, da laufe ich mal hin und suche da mal alles ab. Weil die Hütte haben wir selber nochmal gemacht. Ja, die hatten wir ja schon mal abgesucht. Hm. Aber ich glaube, die Dinger spawnen nacheinander. Weil ich meine, hier waren wir doch schon mal hier auf der Ecke. Und da hatten wir auch schon mal geguckt und da bin ich mir sicher, dass da kein Buch lag. Größtenteils zumindest. Mensch, wo wir jetzt hier gerade am alten Lager vorbeilaufen, frage ich mich gerade. Ach komm, ich tue euch nichts. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Ich tue euch nichts. Ja, und dann laufen wir doch nicht hinterher, du Spaten. Leute, ey. Hier, ich frage mich nämlich, wo der Platz ist, wo Milton und etc. pp. Sich alle treffen wollten jetzt. Okay, Kollegen. Jetzt musst du dran glauben. Du bist dran. Wir hatten hier, ne? Sorry, ihr zählt aber leider mit zu dem Lager. Deswegen müsst ihr jetzt... Wir machen hier die ganzen roten Soldaten auch erstmal blutrot. So, bleibt da liegen. Ganz ruhig. Dann haben wir hier noch ein paar Scavenger. Die werde ich aber nicht looten. So. Noch ein Trank, dankeschön. Laufen. So, wir wollen hier ein bisschen was schaffen heute noch. Was war das denn? Das war nicht mein Magen. Das waren doch nicht die Viecher, oder? Ist echt die? Oder war hier zwischen irgendwo was? Ist hier noch ein Schattenläufer oder so ein Vieh? Anscheinend nicht. Da unten! Was ist hier denn los? Du bist fällig, Mistvieh! Kavalon! Hi! Dich lasse ich auch. Da hinten ist tatsächlich ein Schattenläufer. Lass mich mal durch. Ja, gerne. Aber erstmal muss ich mich mal da hinten um den Kollegen kümmern. Lass mich mal durch. Ja, nein, dir doch nicht. Pack die Magie. Pack die Magie weg. Ja, mache ich, alles klar. Ganz schnell. Alles gut. So, Schattenläufer. Okay. Das war dann ein Crit, denke ich mal. Das ist ganz schön geil. Warum kriege ich, wenn ich den anzünde, nicht gleich schon gebranntes Fleisch von ihm? Haben die ja selbst in Minecraft. Liebe Leute. Minecraft. Kennst du Minecraft nicht? Oh Mann. Wie doof es schon wieder ist. So, komm. Hier vorne lang müsste das zu den Fischerhütten gehen. Ja, das ist der Weg. So langsam, also so kurz vor Ende des Spiels, kenne ich die Map dann doch. Ist das nicht geil? Eieiei. So, da hinten sind noch die Erpresser. Möchte gerne Dinger. Ey, ganz im Ernst. Also, es gibt nur wenige Leute, die mir nichts anhaben können. Und ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Ob das jetzt an der irgendeiner blöden. Waffe liegt oder zu wenig Stärke oder ob man die von den Quests vielleicht noch braucht, dass man ein paar Leute nicht killen kann. So. Du wisst ja was, wir pennen erstmal bis zum nächsten Morgen. Eilt ja alles nicht. Dann haben wir aber nochmal ein bisschen mehr Licht. Genau. Schicken Grünton hier. So, und jetzt nehmen wir uns echt die Zeit und gucken mal nach, ob wir hier auch alles haben oder nicht. So, ich gucke nochmal in die Kiste. Da hatten wir zwar schon mal Ja, hier waren wir ja schon. Das haben wir ja schon alles gelootet. Hier ist auch anscheinend kein Buch. So, aber er sagte, auf der anderen Seite des Sees stand zumindest in diesem Rätsel. Ich will trotzdem mal hier reingucken. Nee. Hier drauf ist auch nichts. Wow, okay. Warte, lass mich mal runter gucken. Lass mich hier mal runter gucken. Boah, ich will hier bloß jetzt nicht ertrinken. Bitte alles außer das. So, deswegen auch schnell wieder hoch. Weil das ja mit dem Auftauchen auch immer so gut klappt. So wie das halt jetzt, ne? So.
Okay, hier ist die andere Seite des Sees. Was ist denn? Hier ist nichts. Da hinten! Seht ihr? Und wir waren hier schon. Altes Buch. Wir haben das nächste Komanin-Buch. So. Wo ist es denn? Magie, Ertränke, Schriften. Da, Komanin 4. Ich habe das Buch gefunden. Yay! Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Komanin selbst zu erleben. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klanges. Klangens? Ich glaube, Klagens. Nee, Klangens, egal. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Und das Rätsel jetzt. Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Nein! Sag mir nicht, das ist jetzt... Ich laufe da jetzt nicht hin. Nee. Aber bevor ich das auch tue... Bevor ich das tue, ganz im Ernst, dann werde ich... Oh. Also ich tippe jetzt... Geh zur Seite. Ja, komm, ist doch in Ordnung. Was mit dir jetzt? Sei gegrüßt. Ja, der hat auch nichts, nö. Warte mal, kann er mir was beibringen? Kannst du? Ja, toll, Arturas? Hey, du. Ganz im Ernst, wenn ich hier irgendwie nichts mehr weiter lernen kann, dann, liebe Leute, dann möchte ich irgendwie switchen. Mögest. Das ist doch blöd, ist das doch. So, jetzt laufen wir erstmal kurz zu Wolf und gucken mal wegen der Rüstung. Da gehe ich nicht lang. Der Weg ist mir zu schnell. Warte mal. Was ist denn hier? Lee ist das hier doch, oder? Ulrich Lee, genau. Pass mal auf. Hallo. Oh. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? 500 Erfahrung. Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Wir sehen uns. Okay. Ja, das ist doch. Und Ulrich ist hier nochmal, weil es ist hier doch auch immer wer anders drin. Hallo. Ja. Ich hab Sumpfkraut dabei. Warum nicht? Alter, Finne, das ist echt, der hat richtig Bock. Dem verkaufe ich jedes Mal was. Das ist mein bester Kunde. Wieder der... Mann. Hast du ja fast was Falsches gesagt. So, ist das hier... Nee, das ist Blade, ne? Nee, Söldner. Dann Söldner. Wo ist denn jetzt Wolf? Der war hier doch irgendwo, oder nicht? Ich glaube, da hinten war der. Das muss er sein. Ja, genau. Hallo. Ja. So, pass auf, ich habe... Ja. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Schade nur, dass du nicht zu uns gehörst. Dann würde ich dir die Rüstung anfertigen. Hä? Alter, ich habe sie dir gebracht, da kannst du doch... Was? Ich habe die dir gebracht, da kannst du doch eine... Was ist? Achso, ja gut. Entschuldigung. Aber ich habe trotzdem was für dich. Deine Arbeit soll ja nicht umsonst gewesen sein. Hier, nimm. Ja, und was habe ich jetzt? Irgendwie doch eine Rüstung? Nein, eine Rüstung habe ich nicht. Ja, was habe ich denn jetzt bekommen von ihm? Ich würde jetzt gerne wissen, was ich habe. Irgendwie ein Minecrawler-Ei, Astronomie... Dann war es ein Trank oder irgendwas, was weiß ich. Oder irgendwie hier noch eine andere Waffe? Weiß ich nicht. Aber das ist... Ja, komm, ganz im Ernst, du musst Hallo. Doch... Ich habe einige... Zu wenig. Bring mir mehr von... Ja, eigentlich musst du kommen... Ich suche bessere Rüstung. Ich suche eine. Ich kann dir keine verkaufen. Welche Rüstung kannst du mir bauen? So, was haben wir denn da? Trollfellrüstung. Okay, davon die haben wir sogar, glaube ich, die Trollfellrüstung, Löde. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt am Geizen ist. Okay, das scheint mir so zu sein. Aber ich weiß gar nicht. Das ist doch kacke. Und was ist, wenn ich...
Zeig mir, pass mal auf. Kollege, zeig mir mal deine Ware. Zeig mir dann. Du hast doch jetzt bestimmt die Dinger hier drin, oder? Die Panzerplatte eines Minecrawler-Kriegers. Ja, da hatte ich doch schon. Das sind meine. Blutfliegen. Er hatte Weintrauben. Aber was geil ist, so am Waffen hast du auch nicht so ein Mega-Ding, ne? Ja, irgendwie nicht. Das ist doch irgendwie, ist das doch alles so ein bisschen kacke, oder? Oder habe ich nur das Gefühl, dass das ein bisschen kacke ist? Ey, das ist echt ein bisschen... Aber ich glaube... Warte mal, ich soll jetzt... Ja, richtig, ich soll sowieso wieder dahin. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es auch ein Ding, was diese Mod-Welt der Verurteilten mit dir eingebracht hat. Weil ich, wenn ich mich recht erinnere, kannst du dir trotzdem diese Rüstung von ihm bauen lassen. Also wenn ich mich nicht irre. Und ich denke jetzt eben, weil ich zu einem anderen Lager gehöre und in der Mod-Beschreibung auch stand, so von wegen, dass die Zugehörigkeit tatsächlich jetzt wirklich eine Rolle spielt hier im Umgang mit den anderen Leuten. Na, dass man das nicht kann. Also das wäre echt ein bisschen... Okay, es wäre realistischer irgendwo, na, dass er die nicht für alle möglichen baut. Aber es ist natürlich schon kacke, dass er sie für mich nicht baut, weil ich den Stuff organisiert habe. Das hätte er doch niemals überlebt. Außerdem habe ich mich so verdient gemacht. Ich trage nur eine andere Rüstung als du. Mehr, der fette Unterschied ist da auch nicht. Außer, dass ich halt ein bisschen geiler bin. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön geiler. Hm. Oh! Ah! Au! Okay. Jetzt liegen hier immer noch Leichen. Andere Leute fangen hier wieder an zu arbeiten. Was ist mit dir? Hallo. Hast du mir noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube nicht, ne? Wie ist die? Alles ruhig. Es kann nicht so lange werden. Klar. Hier ist nichts. Bis. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich bin ein bisschen. Bin ein bisschen genervt davon. Aber ich meine, hör mal, ich reiß mir den Arsch auf für allesamt. Muss mich trotzdem in Anführungsstrichen noch verdient machen. Ich echt ein bisschen. Okay. Oh. So, okay, hier kann ich runter. Ja! Nicht zu schnell. Knub. Nein! Nein! Ich lebe. Es ist okay für mich. Ich habe da vorne noch einen Trank gesehen. Da hinten links steht, glaube ich, noch ein Trank. Den hole ich mir. Wieder über den euren Klumpfuß gestolpert. Heieiei. So, die Dinger sind hier wahrscheinlich aber auch nicht respawned, oder? Denke ich mal nicht und gehe ich auch nicht so von aus. Schürfer sind wieder am Schürfen. So. Bin ich jetzt hier, dann da. Holzen, ja, guck mal, da ist... Mann, der chillt hier jetzt echt voll sein Life. Der alte Ork-Chiller. So, komm. Hoch mit dir jetzt. Dass er einfach schon wieder daneben springt. So, Ork-Sklave. Jetzt komm mir nicht zu nah hier. Du stinkst. So. Ich habe alle Teile für das Ugemolo zusammen. Fremder sei ein starker Krieger. 5000 Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Ja, geil. Ja, schockt hart. Coolio. So, und jetzt kriegst du eins auf die Decke da. Oder halt auch nicht. Das war nur eine Streichereinheit. Also nicht jetzt. Wo ist jetzt das Ulumulu? Wo zur Hölle ist jetzt das Ulumulu? Sag mal. Kriege ich jetzt das Ulumulu?
Wo ist es? Müsste doch ein Artefakt sein. Ich danke dir. Fremder haben... Sag mal. Ich hab nichts hier irgendwie, nee. Wo ist denn jetzt, wo zur Hölle ist jetzt das Ulumulu? Das, nee. Ist nicht, ne? Nee. Sag mal, das muss doch bei den Talismanen sein, oder nicht? Ist das Lockerhaut, Kochlöffel? Ich habe auch so viel Nerv-Stuff dabei. Panzerplatte eines Minecrawler-Kriegers, davon haben wir immer noch so mega viel. Schlüssel, Klostertruhe. Hier ist nichts mit Ulumulu. Oder Gabe, das haben wir doch schon alles gelesen, oder? Ja. Hier ist nichts. Hier an Nahrungsmitteln sehe ich auch nichts, dass da irgendwo irgendwas von einem Ulumulu sein könnte. Da haben wir nur den orkischen Talisman. Frage ich anstattdessen. Wo ist denn jetzt das... Oder ist das... Ist das vielleicht eine Waffe? Kann das angehen? Das ist das Ding... Kriegerisch. Oh, das ist ja geil. Richtig geil. Kistenhand. Kruschbrock. Brarr. Da. Hab ich mir gedacht. Das Ulumulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde. Der Träger dieser Standarte hat vor Orks nichts zu befürchten. Ja, geil. Okay. Das ist eine Zweihandwaffe. Okay, wir haben jetzt ein Ulumulu. Also, der Erfinder des Namens, ne, der hat auch echt den Kreativpreis gewonnen. Ulumulu! Als ob die Orks behindert wären. So, ich sehe hier genauso viel wie ihr, immer noch. Dankeschön. Aber ich fürchte mich so ein bisschen vor der nächsten Fackel, die sich beworben hat. Da brauche ich jemanden, der mir hilft, damit man die Fackel auch gut versteht. Ah, war hier noch irgendwie was? Nee, ne? So. Laufe ich mit so einem fucking Ulumulu rum, ey. So, ich glaube, ich teleportiere mich jetzt erstmal zu Xardas. Was war das? Gone! Warum? Zur Hölle, was machst du hier? Ich hasse Stalker. Und wie ich Stalker hasse. So, wo sind wir denn jetzt? Darf ich jetzt wieder raus? Dankeschön. So, hier ist auch nichts mehr los. So, alles klar. Hab ich mit dem fucking Ulumulu rum, ey. Ulumulu des Todes. Als ob sie alle behindert sind. Gott, so. Erstmal ein Twix. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich. Die Orks respektieren dieses Etwas. Das ist ein Ulumulu! Mann! Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Mach mal. Super Bis Idee. Später. Kapitel 5. Geil. Heißt das jetzt, dass bei Xardas auch wieder die ganzen Leute sind? Die Golems und so? Das hätte ganz schön Art. Boah, nee, nicht Blutfliegenverwandlung. So. Die Karten sind neu gemischt. Wir haben ein weiteres Kapitel. Ich habe ein bisschen was an Lernpunkten. Und ich hoffe mal. Bitte sei nicht nackt. Hey, du. Auch okay. Besser als nackt. So,
Aha, ja. Schön. Ich suche mal. Ey, sag mal. Ich würde jetzt gerne den nächsten Kreis der Magie lernen. Oh. Das gab's hier vorher auch nicht. Todeshauch? Armeen der Finsternis. Der hat so viele Sachen, die ich alle haben will. Und die kann ich... Bring es mir bei. Was ist denn das? Amulett der Erleuchtung. Bitte? Amulett der Macht. Ja, das ist kacke. Aber der Erleuchtung, das ist ganz schön witzig. Das ist echt ganz schön witzig. Der hat hier sonst, glaube ich, aber auch nicht so viel Stuff. Oder? Das habe ich ihm, glaube ich, alles verkauft, den ganzen Grotz. Nee, das sind... Nö, das ist nö. Nö, nö, das sind alles Dinge, die irgendwie... Nö. Ja, pass auf. Dankeschön. So, ab zum Sumpfler. Moment, was hat der hier... Was liegt da eigentlich rum? Was ist denn das hier? Ist das nicht irgendwie was Cooles? Nee. Aber pass auf. Pass auf. Hey, mit du. Dem Ulumulu. Schick mich mal bitte runter. Ja, komm, schick mich jetzt einfach mal wieder runter. Ja, ich bin bereit. Los. So, dankeschön. Oh, da ist er wieder. Wir machen das jetzt so, dass wir jetzt einmal zu Kollege Schnürschuh da hinten laufen. Ihm mal das Ulumulu zeigen. Alter, oh, wie ist hier auch schon wieder so... Oh, ich hoffe, in Gothic 2 wird das echt ein bisschen anders, dass es ein bisschen besser läuft, ne? Das wäre echt schon mal so ein kleines Geschenk, wäre das. Mann. So. Und dann... Da oben müssen wir hin. Und hier in dem Turm, hier da rechts, da waren wir auch noch nicht. Aber ich meine, Xara schickt uns irgendwann da rein. Deswegen will ich da jetzt eigentlich auch noch nicht hinlaufen. So, erstmal wieder einen Schluck trinken. Hier lang, weiter oben ist es auch wieder eine große... Was soll das denn? Ich habe doch gerade einen getrunken. Oh, das ist ja kacke. Ich hätte gehofft, dass die sich zumindest jetzt, ne, ab dem letzten, den du getrunken hast, dann immer noch eine Minute hast. Ach, scheiße. Also tatsächlich erst auslaufen lassen. Haben wir gelernt jetzt in Gothic. Ersten Trank, ne, Wirkung verlieren lassen und dann den nächsten. Mann, 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 ey. So, ich würde jetzt gerne ein bisschen was lernen und gerne bitte ein bisschen weitermachen da. Schön ist das hier. Schön ist das hier. Weil man noch gucken kann, das ist cool. Weil ist das ein schöner Turm ist das. So. Scheiß die Wand an. Ich will Stufe 6 und ich will Schweine hart sein hier. Dämonentöter, Beschwörer gelöt. So, Urschak, Kollege. Wo hockst denn du? Na, sag mal, hallo? Huch da! Oh! Okay, wenn ich mich recht erinnere, war das dann nicht mein Freund. Das heißt, ich nehme mir jetzt mal wieder... Ich will ja jetzt... Okay, Kollege. So, Kollege, ich bin da. Steinkohle... Au! Au! Nein, 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 ich gewinne. 180 Erfahrung. Herz eines Steingolems, ja schön. Ich habe neulich jetzt einfach mal aus Spaß, aber mehr gab es hier auch nicht, ne? Nee. Einfach mal aus Spaß mal bei anderen Let's Playern hier nachgeguckt. Die kriegen einfach mal für einen so einen Typen zwischen 500 und 1000 Erfahrungspunkte. Das finde ich ganz schön unnett. Das finde ich echt ein bisschen unnett. So, ich glaube, der geht gleich irgendwann von alleine wieder hoch, ne? Hoffe ich. Wow, zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Das sind die Tricks.
Hä? Wo ist der Ork-Schamane? Wo zur Hölle ist der Ork-Schamane? Der war doch hier, der hat doch gesagt, der bleibt hier. Wo ist er hin? Hallo? Kumpel? Was soll denn das? Das ist doch auch schon wieder Arsch. Das ist doch wieder richtig Arsch. Ach komm, so hoch war das jetzt auch nicht. Und jetzt ist er auch wieder zu blöd, um da hoch zu hüpfen. Oh. Ey, ich habe das Gefühl, ich bin nur von Idioten umgeben hier in der Kolonie. Es ist kein Wunder, dass ihr hier alle nicht rauskommt. Ja, geil. Auch super. Tolle. Ja, danke. Ja, lass mich leben. Ich möchte da jetzt bitte... Ja. Hm, genau. Ja, nicht anders. Das war The Ray of Life. Mann, hab ich schon wieder einen Bock. Winke, winke, ciao und tschüss. Hey, war Spaß. Natürlich habe ich Bock. So, liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Winke, winke, ciao und tschüss.